Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage zum Feierabendbier. Nein, also ist natürlich alkoholfrei hier. Könnt ihr sehen, da alkoholfreies Bier. Natürlich, ich trinke nur alkoholfreies Bier. Ja, Mike denn hier? Ein Video? Oh, Video. Bevor wir mit dem Video anfangen, ihr müsst mir irgendwie mal helfen. Irgendwie bin ich so ein bisschen... Ich meine, das kann es ja noch nicht gewesen sein, oder? Das ist doch irgendwie alles... WoT-Videos, Let's Fails... irgendwie ist da die Luft raus. Da ist kein Pep mehr drin. Ich erwische mich dabei, wie ich Videos von anderen YouTubern mir angucke, die... 1000 Plätze, wo man mit Lights hinfahren kann, die noch nie einer, dumm gelaufen. Bin ich nicht auf die Idee gekommen. weil irgendwie so ein bisschen, Schreibt mir doch mal als Kommentare irgendwie, was für andere Spiele würdet ihr gerne sehen. Also ich meine, WoT ist schön und gut, aber ich meine, wir sind ja alles Gamer irgendwo, Daddler, und wir spielen ja auch andere Sachen. Ich spiele zum Beispiel DayZ gerne noch, ich spiele GTA 5, dann endet es bei mir schon, weil ich bin ja auch nicht so der klassische Gamer. Was kommt denn demnächst für ein Spiel raus, was ich mir kaufen kann, wo ich mal so Spaß dran habe? Und irgendwie so wie GTA 5, was ich leider auch versäumt habe, mit euch da mal so einen Weg durch die Missionen zu machen, so wo man einfach mal so pro Woche zusätzlich zu den WoT-Folgen am Mittwoch, am Wochenende irgendwie so eine Folge machen kann, weiß nicht, heulender Furz, ja. Also, sagt mir doch mal, was ist denn geil, was ist denn... nicht zu schwierig, weil ich bin ja nicht so der Gamer, aber trotzdem lustig zu gucken, was man vielleicht, finde ich immer gut, mit anderen Leuten noch zusammenspielen kann, was ja einfach witziger ist. Irgendwie sowas. Macht euch doch mal Gedanken, lasst dann Commander nicht hängen. Ich finde es auf jeden Fall langweilig, dieses WoT ist, klar, ich mache gerne irgendwie für euch die Videos, aber WoT ist, da ist die Luft raus momentan. Ja, sagte ich glaube ich schon. Egal, heute ist die Luft zumindest noch nicht ganz raus, denn wir haben hier ein sehr geiles Replay, und zwar vom T34, von dem Goldtank T34, und das hier ist nicht der T34, nein, aber der T34 gehört zu den Tanks, die ich irgendwann mal im Rage-Modus verkauft habe und insofern nicht mehr besitze, aber mal besaß. Ja, und das Video ist schon sehr geil, weil das schon sehr geil ist. Aber lasst euch überraschen. Und lasst mich nicht hängen, ich möchte von euch mal ein bisschen was hören. Also, ich kann mir durchaus ein Spiel kaufen, was 60 Euro kostet. Also mehr wäre ich jetzt, glaube ich, nicht bereit auszugeben. Aber es darf nicht so monsterschwierig sein, es muss lustig sein, es muss geil mit Action sein und irgendwie zu mir passen. Passt wahrscheinlich nur so ein keimiges Panzerspiel hier. Keine Ahnung, ihr seht schon. Irgendwie, ich bin, vielleicht komme ich jetzt in die Midlife-Crisis. Nein, komme ich nicht. Obwohl, könnte schon stimmen. Kauft sich einen Sportwagen, ist frisch, frisch getrennt. Aber es ist nicht so. Nein, es ist nicht so. Außerdem habe ich mir überlegt, oh, ich sammel schon wieder viel zu viel, ne? Wer es scheiße findet, dass ich so viel sammel, einfach vorspulen. Ich habe mir überlegt, ich mache mal so ein, ich mache zum Wochenende hin, vielleicht eignet sich ja der Freitag, da hat man eh meistens gute Laune, mache ich mal, ich habe ja jetzt so ein geiles Handy, da kann ich ja mit meiner Autohalterung einfach mal so ein Wochenendausblick auf, was hat die Woche gebracht und was bringt die nächste Woche. Das ist ja vielleicht ganz spannend für euch, vielleicht aber auch nicht. Ich quäle euch trotzdem damit. War so die Idee heute. Als ich so dachte, die Luft ist raus. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt aber erstmal T34-Video. Viel Spaß. Im Game. Vom Danny02. Kuberts 900. Schöne Ding. Und Cookie. Dem Cookie123 aus der Bronzenen Garde. Ja, Freakazoid. Vielleicht kennst du den Kollegen, ja. Vielleicht, aber auch nicht. Egal. auf der Map Fjorde. Eigentlich eine schöne, fällt mir jetzt gerade erst auf.
eine schöne Runde, die vielleicht ganz schön zeigen kann, dass die Siegchance einfach mal für einen Pop ist. Für einen Pop ist. während der T34 sich seinen Weg hier vorne an die Ecke bahnt, wo man als Heavy ganz gut stehen kann, beziehungsweise auch stehen sollte, weil, liebe WOT-Spieler, nicht immer die Positionen, die für euch gedacht sind, außer Acht lassen. Ey, wie oft ist es so, dass keiner auf diese verfickte Ecke fährt und du irgendwie in der Mitte stehst und du einfach runterzählen kannst von 30 auf 0, bis die ersten Heavys hier langfahren, bub, und dem ganzen Team in den Rücken fallen. Und dann wieder so ein schönes 5 zu 15 oder 3 zu 15 hatten wir neulich. Geil. Dann kannst du 3000, da kannst du 5000 Schaden machen. Und du bist am Arsch. Prost. Mhm. Weil, wenn die verschiedenen Positionen nicht besetzt sind, dann läuft das einfach nicht mit dem Gleichgewicht auf der Map, weil wenn Ungleichgewicht, kacke. So, diese Position. Was ist denn an dieser Position gut und was ist an dieser Position schlecht? Ich persönlich bleibe ganz gerne einfach hier vorne sidescrapenderweise und hier sidescrapenderweise, wenn ich mit dem Heavy-Fahrer stehen, weil das ist halt ein Ticken sicherer, aber Das Problem, was ihr hier habt, wenn er hier vorne an der Ecke steht, ne? Also wir gucken mal, auch wenn Ace mich erschlagen wird. Haha, Ace, dein Name ist gefallen. Im Allgemeinen, wir haben drei Artis, ja? Wir gucken uns das an, drei Artis, die stehen, wenn ihr Pech habt, halt alle einfach hier. Jetzt guckt euch mal, zieht man die Diagonale, baba, baba. Die können hier in die Position wunderbar reinflacken. Und ganz ehrlich, ihr habt auch selbst beim T34 nichts gewonnen. Kettenrad, untere Wanne, denn rein theoretisch, wenn der Gegner das machen würde, hätte er leichtes Spiel mit dem T34, weil er eben voll in die Seite reinhämmern kann. Und der harte Turm und die manchmal bouncige Oberwanne halt eben, ja. Wo schießen die alle hin? Alter! Also ich meine, T34, der sein vorderes Kettenrad zeigt, der ist mit mir als Gegner, und ich bin kein überragender Spieler, der ist mit mir als Gegner dauergetrackt, egal was ich fahre. Also, Snapshot des, also was heißt Snapshot? Glücksschuss des Jahrhunderts. Ey, ich meine, da guckt echt nicht viel, nicht viel. Aber ich meine, der T34 hat halt auch eine geile Penetration. 248, der hämmert sogar in dem Super Pershing durch die untere Wanne. Super Pershing wisst ihr ja, ne? Also, untere Wanne, solltet ihr nicht in der Mitte, wenn überhaupt, ja? Also genau, eher auf die Cheeks. Schönes Beispiel. Ah, ich habe schon wieder eine Sache verquatscht. Entschuldigung, muss nochmal stoppen. Wir gucken hier auf den Damage Counter. Der erste Schuss kam nämlich von der Arti auf ihn mit Heat. Das heißt, die Arti ist irgendwie oben an seinem Turm gebounced. Denn, was heißt das, wenn man hier von der Arti beschossen wird? Wir gucken den blauen Strich nach auf der Minimap. Die Arti hat sich irgendwie nach hier hinten geräumt, wo sie nämlich hier reinschießen kann, was eine sehr intelligente Aktion ist von der Arti. Aber die M44 ist ja auch ein, die M44 ist ein ordentlicher Spieler, kann man nicht anders sagen. Mann, ist sogar besser als ich. Ah, Erdogan! Na gut, ich habe die Arti nicht gelobt. Nee, habe ich nicht. Bin kein Erdogan-Fan. Nee, aber gut, das muss ja nicht. Ein Türke muss ja nicht unbedingt auch Erdogan-Anhänger sein. So. Oh Gott, jetzt werde ich verklagt. Scheiße, jetzt ist aus. Jetzt brauche ich Spendengelder von euch. Oh, ich verquatsche wieder das ganze Spiel. Also, die Position hier gefährlich, was die Jungs machen, aber eigentlich auch relativ effektiv, weil, guckt, was sie machen mit der IS-3, die spielen den Helm aus. Der Kollege da vorne mit der, der Danny ist zwar ein bisschen sehr, sehr weit vorne, also besser ist es. Schön Splash von der Su 7, das ist mal ordentlich. Es ist eigentlich mal besser, wenn ihr Platoon fahrt, dass ihr zusammenfahrt. Ich meine, guckt mal, in dieser Situation, ja, wir gucken uns das mal an. T34 sniped von hinten, du, und lässt seine Kumpels vorne sterben. Also in dem Falle nicht wirklich, aber die verlieren schon. Na gut, du hast jetzt auch nicht mehr. Ja, also das Geile ist halt, wenn man zu dritt dort auftaucht und zu dritt die Feinde bekämpft, sind die noch viel
irritierter und viel Also viel war da nicht. Ich denke mal, das war ein Millimeter-Treffer. Sauber. Sehr schön. Nee, also wenn, dann geschlossen. Geschlossen irgendwie. Boah, ich sehe gerade 7 zu 11. Es stand ja nicht wirklich gut. Es stand nicht wirklich gut. Aber es ist auch noch gewinnbar, denn es sind drei Heavies, die jetzt noch am Leben sind bei euch. Und beim Gegner sind es, guck mal. Naja, da ist halt Light, Arty. Und der Einzige, der wirklich noch gefährlich werden könnte, wäre der T29 und die Zu. Und naja, VK als Sechser. Gegen den Achter. Naja. Aber wie auch immer. Die Jungs, das Platoon, ist schon ganz ordentlich unterwegs. Mit 6 Kills. Kann man nicht anders sagen. Ist schon. Zeigt schon, wohin die Reise geht. Aber 7 zu 11, 8 zu 12 ist halt auch ein Stand, der, sag ich mal, unter nicht jeden Voraussetzungen noch gewinnbar ist. Denn wenn ich so auf den Gegner gucken würde, die Artis sind alle nicht schlecht. Und klar, irgendwie die Zu und der T29 und so und der Light von denen sind jetzt keine ultra krassen Schachzüge zu erwarten, weil sie so viel Spielerfahrung haben. Also gar nicht unbedingt, weil es Noobs sind, sondern weil die einfach noch nicht die Erfahrung im Game haben. Und insofern wird man es mit denen als Gegner wahrscheinlich leichter haben. Gut, ja, 2 zu 5. Ja. Heißt in dieser Spielsituation für mich persönlich, ich muss irgendwie kämpfen in einer Arty Safe Position. Denn M44. M41, bei dem Platoon, beide gut. Schwierig. Aha! Light. Nicht gut. Light auf IS-3. Light. Light auf IS-3? Alter. Was denkst du, was du mit deinem Bulldog und einer IS-3? Selbst mit Gold? Na. Krass. Das Ding hier, krass. Wir schauen uns das an. Damage Indicator. Naja, okay. Gut. Alles Roger. Vorhin beim ersten Mal gucken dachte ich mir noch so, was für ein Scheiß? Wie kommt denn die Arty an ihn hier ran? Aber Damage Indicator, Linie runtergezogen. Der hat halt irgendwo hier in die Gegend geschossen. Ne? Da, wo wir den Rauch vielleicht sehen. Nee. Sind Abgase. Ja, also, schön gedrückt an der Ecke, kann man so sagen. Also jetzt nicht übermäßig mit hammermäßig geilen Aktionen irgendwen zerdrückt, aber konsequent eine Flanke zunichte gemacht. Genug Glück gehabt, auch hier wieder. Die Su verpellt ihm nur 248. Die Su macht mit der großen Kanone einiges. Ah, kritische Situation. Ausgesprochen kritisch, weil wir schauen uns das an. Die Arti hier im Kurs direkt auf ihn. Ich weiß nicht, AP oder Gold, was auch immer. Diese so richtig viel Hitpoints hat er auch nicht mehr. Also, und das ist auch die Problematik, die er jetzt eigentlich noch hat, meiner Meinung nach. Dass die Artis, die gut sind, auch die Su, die M44. Glück gehabt. Die hauen natürlich, sind jetzt alle nicht so, also gut, die Su ist jetzt nicht schnell, die wird ihn nicht besuchen kommen, aber es war mir schon klar, als ich vorhin das gesehen habe, naja, die Artis werden ihn suchen gehen. Die Su mit HE oder mit AP Gold, ich weiß jetzt nicht genau, was die AP Gold, ich weiß nur, dass sie mit der einen Munition hat sie 260 Pen. Ungefähr. Das heißt also ausgesprochen gefährlich. Ausgesprochen ungenau, ausgesprochen gefährlich. Gut, was macht er hier jetzt? Würde ich auch machen. Senior Cookie, einfach mal die Position wechseln, weil was passiert mit so einer Situation? Minimap.
T29, Quatsch, hier war er vorher gesichtet für die Arti, war das letzte Mal offen, die wird natürlich hier irgendwo hin aimen. Also musst du dich eigentlich irgendwo hinbewegen, wo die Arti umaimen muss, wenn sie dich abschießen will. Sehr schön hier auch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob nicht selbst ich irgendwie da zu einem Snapshot geneigt hätte, aber der Schuss war jetzt einfach extremst wichtig. Und ja, auch wieder gut, hinterm Haus verkriechen, um einfach unsichtbar zu werden. Und da ist ein blauer Spieler. Der hat 2100 WN8, ist einfach mal. Moment. Na gut, ist ein Reroll-Account. Aber so what? Ich glaube, wenn ich einen Reroll machen würde. Naja, doch, das würde ich auch schaffen, wenn ich den passenden Tanks fahren würde. Aber kein schlechter Spieler. Halten wir einfach mal so fest. Muss man einfach auch mal gewisse Sachen einkalkulieren. Der wird nicht blind schießen. Ich weiß nicht, was die Su an Reload hat, aber hab die Russenlinie nicht gespielt. Aber ich schätze jetzt mal irgendwas 45 Sekunden aufwärts. 40 Sekunden? Irgendwie sowas in der Richtung. Denn die schießt. Ist halt so, wenn du eine Arti hast mit so einem langen Reload, da schießt du nicht mal einfach aus Spaß und Dollerei einen Blindshot, weil du weißt ja, du zählst ja als Auskenner, zählst du ja einfach, pass auf, der wird unsichtbar, der kommt mich holen. Und wie weit kann der in 40 Sekunden fahren? Habe ich dann schon wieder geladen, wenn der um die Ecke kommt? Und im Allgemeinen spart man sich so einen Schuss. Ja, es sei denn, man ist extrem gut und kann kalkulieren, dass der. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich würde mal sagen, in 40 Sekunden ist der T34 schon bis hinten gefahren. Ah, vielleicht hätte er knapp wieder geladen, die Arti. Naja. Gut, er checkt hier halt ab, wo kann die Arti stehen. Die Arti steht normalerweise da hinten, da steht sie jetzt nicht mehr. Der Damage Indicator hat ihm gezeigt, dass es irgendwo hier die Ecke ist. Die Su ist jetzt nicht mörderschnell. Aber weiß natürlich auch, ab dem Zeitpunkt spätestens, wo es letztes Mal offen war, ich muss mich verpissen und muss mir eine Posi suchen, wo ich einfach besser wirken kann. Naja, was hat die Su sich gedacht? Die hat sich gedacht, er kommt. Die hat sich gedacht, boah, Haus, Mann, wieso kann ich nicht auszoomen? So, die hat sich gedacht, er kommt hier rum, guckt mal, wo sie steht. Er kommt hier unten lang, fährt in Cap und an der Ecke, dort hat sie hingeaimt und dort hätte sie ihn dann wahrscheinlich mit AP oder Gold oder was sie auch immer drin hatte, dann wahrscheinlich auch weggemacht. So, aimt jetzt um. Auch wenn die so ein. Ihr könnt es gar nicht mehr sehen, wa? So ein Zielkreis hat. So ein Luckshot. So ein Game willst du natürlich auch nicht wegschmeißen. Wir haben jetzt 13 Kills im Team. Das willst du nicht wegschmeißen. Also, kann ich voll nachvollziehen. Da bist du vorsichtig, da versuchst du nicht irgendwie nochmal zu Ende zu aimen. Was hast du hier versucht? Nochmal durch den Busch irgendwie? Ja, gut. Okay. Was soll sie machen? Also in gewisser Weise. Naja, was wollte sie machen? Irgendwie in Cover kommen wahrscheinlich. Ich glaube, die einzige Chance, die du als Arti noch gehabt hättest, ist einfach stehen zu bleiben und versuchen, die beiden Bereiche hier abzudecken. Denn das sind die Bereiche, wo die Gefahr herkommt. Und guck mal auf die Uhr hier, 2:39. Die Arti hätte, wenn sie dort stehen geblieben wäre, vielleicht noch einen Draw rauskriegen können. Oder aber eben den Luckshot ungeaimt. Vielleicht doch. Ja, aber so ist es immer. Es, 14 Kills. Alter Falter. Im Platoon. Geil. Kann man nicht anders sagen. Ist auf jeden Fall eine Platoon-Leistung. Und ich kann es immer noch mal wiederholen. Es sah. Na gut. Analysieren wir mal. Warum ist das so ausgegangen, wie es ausgegangen ist? Warum sagt die Siegchance 38%? Sie sagt das, weil der Kollege in der Arti hier 59% Siegquote hat. Der gute Spieler in dem VK, wenn man 6er-Tank, 58%, der hier in der Arti, 59%. Und wenn sowas passiert, ist die Win-Chance halt für nix. Weil, was kann denn eine Arti in so einem Game ausrichten? In so einem Game, wenn ihr euch das anguckt, die starken Heavies stehen halt gegen
nicht so ultra starke Heavies beim Gegner. So, und damit ist es völlig egal, ob die Artis mega geskillt sind oder nicht. Die können wenig ausrichten in dem Game. Und ich denke, es wäre anders gelaufen, wenn der Gegner zwei blaue und einen dunkelgrünen Top-Heavy gehabt hätten. Dann hättet ihr es schwer gehabt. Aber ich möchte eure Leistung nicht schmälern. Sehr schönes Spiel. Und zu einem sehr schönen Spiel gehören die Gefechtsauswertung. Bis gleich. Gefechtsauswertung. Gemastert. 108.000 ist ein bisschen wenig. 108.000? 3.300 Doppel-XP. Anständig. Pascucci, klar. Du hast die Artis dahin gemetzelt. Crucial Contribution. Und zwar mit Sternchen und Auszeichnung. Denn ihr habt nicht 12 Kills, sondern ihr habt 14 Kills. Sehr geil. High Kaliber und Top Gun. Ja. 6, 9, fast 11.000. Fast 11.000 Schaden im Platoon. Ja. Naja, ja, ja, ja. Ah! Okay. Du hast kein Gold. Du hast kein Premium-Account. Gold magst du haben, aber kein Premium-Account. Deswegen, mich hat es schon gewundert, bei der Leistung hätte das irgendwie zwischen, ich hätte jetzt geschätzt, zwischen 150 und 180.000 sein müssen. Sehr schön, aber trotzdem, anständiger Wert. Kann man mit dem T34 Credits farmen ohne Premium-Account. Sehr schön. Nee, feines Game. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir sind am Ende. Bier ist auch am Ende. Denkt mal drüber nach, was ich vorhin gesagt habe. Und ja, Ideen. Ich brauche Ideen. Ich bin ideenlos momentan. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie echt anstrengend zu arbeiten habe und dass ich keine Ideen für... Oh Gott, ich habe keine Ideen für mein Privatleben. Es geht zu Ende. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Macht's gut. Bis, ja. Bis zum Wochenende. Ich fange mal am Wochenende an mit dem, was hat die Woche gebracht? Vielleicht interessiert euch mein Privatleben auch gar nicht. Ist mir scheißegal, ich mach's trotzdem.